Wenn man sich immer an dieses Commitment erinnert, das man sich gegeben hat, dass man das jetzt macht, dann merkt man, wie diese Phasen auch wirklich dann nur noch Phasen bleiben. Und der Grundzustand, wenn dann diese Entgiftungsphasen nicht da sind, ist einfach besser. Und man wird mit jedem Schritt wieder glücklicher und der Strahl kommt wieder näher. Dazu, man macht sich wieder bewusst, dass diese Phasen kommen werden. Du weißt jetzt, du bist in so einer Phase, du machst es dir bewusst, okay, und probierst es immer mehr zuzulassen. Und das ist halt auch ein Lernprozess. Das ist, wie gesagt, die Emotionen dann damit umzugehen. Das ist halt wie, wenn du Tennis spielen lernst. Es bringt nichts, wenn man da tausendmal theoretisch eben drüber redet, weil oft dann viele erzählen, ja, ich habe das gemacht, ich habe die Theorie, mir alles durchgelesen. Ja, du kannst tausend Bücher über Tennis spielen lesen, du kannst tausend Bücher über Profifußball lesen, deswegen bist du kein Profifußballer. Es bringt nichts, man kommt nicht darum rum, wirklich das Körpergefühl zu entwickeln, die Emotionen, das zu lernen, zu verarbeiten. Und wenn man sich immer an dieses Commitment erinnert, das man sich gegeben hat, dass man das jetzt macht, dann merkt man, wie diese Phasen auch wirklich dann nur noch Phasen bleiben. Und der Grundzustand, wenn dann diese Entgiftungsphasen nicht da sind, ist einfach besser. Und man wird mit jedem Schritt wieder glücklicher und der Strahl kommt wieder näher. Und es ist wirklich das dauerhafte Dranbleiben, Kontinuität und Fokus. Und man lernt eben auch in dem Prozess, wenn man den Weg geht, wenn man dann wirklich den Unterschied zwischen Emotionen, Gedanken, Körper wahrnimmt, dann merkt man auch, was der Körper jetzt ist und was alte Emotionen und Gedanken sind. Und dann merkt man auch, häufig sind es nur die alten energetischen Sachen und das kann man irgendwann klarer unterscheiden, ob es was ist, wo man sich jetzt produziert hat, oder ob es was Altes ist, ob es eine alte Energie ist, ob man diese Emotionen oder diese Gefühle schon öfter hatte, nur in anderen Situationen. Die äußeren Sachen, die mögen sich vielleicht ändern, dann kommt jemand anderes, der das in dir auslöst, aber es ist ja immer in dir dieses Gefühl von einer Unzufriedenheit oder von einer Niedergeschlagenheit, von irgendeiner Wut auf jemanden oder sonst was. Und dann gilt es, das wirklich zuzulassen und da durchzugehen. Ich war, wie gesagt, in Thailand, ich war einfach nur flach dagelegen, es ging nichts. Und jetzt ist es halt so, jetzt wo ich die Stabilität mehr gefunden habe, dass es einfach viel entspannter ist, es ist viel mehr in diese Vogelperspektive gekommen. Und das ist wirklich dadurch gekommen, weil ich die Balance gefunden habe. Am Anfang bin ich halt schnell in eine Richtung gegangen, aber ich hatte die psychische Stabilität nicht. Und das hat mich halt so voll, ich bin wirklich durch Himmel und Hölle gegangen, durch. In dem einen Tag habe ich wirklich gedacht, so, ey, was macht das Leben noch für einen Sinn? Ja, wirklich, so. Weil da, es gab, war nicht viel, aber in meiner Jugend hatte ich mal vielleicht ein, zwei so Momente, wo man auch so aus Trotz, so als Kind irgendwie daran gedacht hat, so, ey, was macht das hier für einen Sinn? So Gedanken, sich mal umzubringen, aber das war halt als Kind bei mir mehr so ein Trotz. So ein, ich sag mal so, okay, dann machen sie sich vielleicht Sorgen, die Eltern oder so, und wenn man dann weg ist, ist irgendwie anders, ne? Und, aber was ist es am Ende? Ja, das mal wirklich zuzulassen, solche Sachen. Und dann merkt man halt, es waren nur diese alten Sachen, die man sich geschaffen hat. Und dann kann man sich halt wirklich das Neue, das entsteht dann automatisch. Die Stabilität, die entsteht wirklich dann dadurch, dass man die Körperübungen macht, die Kernaktivitäten praktisch am Anfang, jeden Tag mal alles bewegen, ne? Yoga Namaskar. Und dann mit Schritt für Schritt langsam mit der Ernährung voranschreitet und sich seinen Ängsten stellt, diese überwindet. Man denkt immer, man muss großartig was machen bei Ängsten, aber am Ende muss man es einfach erstmal zulassen und drauf zugehen eigentlich. So, wenn die Angst da ist, drauf zugehen, so doof es immer klingt, einfach umarmen, sagen, dich dafür bedanken, dass sie da ist. Häufig ist es so wie ein dunkler Raum. Du hast irgendwie Angst, der Raum ist dunkel, du weißt nicht, was da ist. Dann läufst du irgendwie in die Ecke, wenn der Raum jetzt dunkel wäre. Denkst du, was ist da? Hast totale Angst und Panik. Und irgendwann, wenn du mal das Licht anschaltest und einfach dich traust, oder du traust dich einfach so, auch wenn es nur im Dämmern, im Dunkeln ist, gehst da hin, dann merkst du, okay, es ist einfach nur ein Stuhl. All diese Dinger, wo man sich da ausgemalt hat, dass dann ein Monster sein könnte und irgendwas, meist trifft es halt nicht zu. Und wenn man die Augen mal aufmacht, diese ganzen Ängste, die ich sonst hatte, vor Leuten zu reden, sowas,
was soll denn passieren? So, dann lacht jemand, ja gut, es belangt mich nicht mehr so. Es ist diese Unabhängigkeit viel mehr da.